So, hallo und willkommen. Meine Vorbereitung ist schon früher fertig, daher werde ich den Content jetzt an der Stelle abbrechen. Hallihallo. Da bin ich. Wir legen auch gleich los mit einer Rangliste. Wie immer, wie der Titel ja auch sagt. Spielen das ein bisschen Valorant-Rangliste und danach geht's weiter mit Phasmophobia. Also, meine Kamera mal einstellen. Irgendwann. Ah, Licht ausmachen. Ja. Ich weiß, hier sieht man den Bildschirmrand, aber wenn ich die Kamera wieder rüber drehe, sieht das ganz komisch aus. Wobei, was ist denn, wenn ich die hier hinpacke? Nee, da war sie besser geeignet. Match gefunden. Könnt ihr mein Gesicht von Zahler sehen? Boah, passt so. Ich habe schon mal im Online-Stream gesagt, ne, das Ganze war ein bisschen mit der Kamera. Ist ja nicht ganz optimal, ich weiß. Ich musste erst noch mich reinfummeln. Ich habe noch keinen perfekten Standpunkt dafür gefunden, wo ich die aufbauen kann, die Kamera. Ja, und deswegen mal gucken. Ich werde sie irgendwann mal bei mir auf dem Bildschirm draufpacken. Kann ich sie nicht? Der hier, wie ihr seht, der ist hier hinten abgerundet. Ja. Da passt der nicht wirklich rauf. So, ich nehme einen Sova. Auch wenn wir einen Smoker bräuchten. Wo sie sich auch verstecken, ich finde sie. Was spammt der denn jetzt schon wieder? Will ich nicht. Ey, Indy, das geht ab, Alter. Ich habe gerade geguckt, ob du online bist. Du, ich spiele nachher Phasmophobia. Ich habe es mir heute gekauft. Schon ein paar Runden gespielt. Bist du noch länger am Start? Ja, Mann. Ich habe auch schon ein paar Runden gespielt. Bin einmal schon gestorben. Also, wann, ich habe morgen Spätschicht. Von der kann ich ein bisschen länger machen heute. Ist ja morgen heute mein letzter Urlaubstag. Aber was geht bei dir? Wie war dein Tag? Also wenn du noch länger wach bist, können wir nachher ein bisschen Phasmophobia spielen. Ich denke, ich mache jetzt mal eine Runde. Bei Valo. Dann lass doch mal zocken. Na, ja, schade, okay. Geschützturm steht. Verdammt, wäre cool geworden jetzt. Aber demnächst können wir mal auf jeden Fall spielen, das sage ich dir. Phasmophobia macht echt Spaß. Decke Gebiet auf. Direkt hier. Direkt hier. Der Rotating. Oder auch nicht. Decke Gebiet auf. Da sind sie. Das würde ich denken, die gehen rüber. Going to A, closing door. Noch 30 Planting. Sekunden. Spike platziert. Decke Gebiet auf. Und tschüss. Stirb. Oh, die haben wir. Letzter lebender Ah, Spieler. Gibt ihr mir her die zwei Stück sogar? Wie schnell war das denn? Verflucht noch eins.
Mal nochmal jetzt. Killjoy. Platziere Turm. Was musst du denn ackern, dass du schon so um 4.30 Uhr aufstehen musst, sag mal? Erzittert, lauft. Decke Gebiet auf. Hab sie gefunden. Schockpfeil. Schockpfeil. Jürgen. Ticking up. Gegner gesichtet. Ah, verflucht, ey. Ah, einmal ist doch noch. Spike platziert. Action, Jungs. Ach du Scheiße, du armer Kerl, ey. Ein Gegner ist letzter lebender Spieler. Maler bist du, ist auch ein schöner Beruf. Handwerker, ich bin auch gelernter Handwerker eigentlich. Ich komme aus der Metallbranche normalerweise. Brauche Beute. Handwerken ist was Schönes. Da macht man noch Sachen mit seinen Händen. Platziere Turm. Platziere nach. Decke Gebiet auf. Hab sie Gegner gefunden. Gegner gesichtet. Jo, Tür das weg. Gegner gesichtet. Hoch mit dir. Ein Gegner übrig. Ah, wo ist er? Lade nach. Oh, ist er. Makellos. Endmaser. Den haben wir es gezeigt. Ihre ausgelutschte Taktik so, konnte nicht ewig funktionieren. Rennen wir hier durch die Gegend, jetzt rennen wir ab. Ah, ja, kenne ich. Ich muss morgen spät arbeiten von 2 bis 10. Kenn ich also im Grunde. Musste damals um 6 anfangen zu arbeiten auch. Halt mit. In meiner Ausbildung. 6 bis 14, 30. Decke Gebiet auf. Schicke Drohne los. Sie werden sich freuen. Da. B is free. Lade nach. Die Jagd beginnt! Ja, ist eine Ausbildung, wie gesagt. Ist ja nicht mehr so. Jetzt fange ich immer am 14 Uhr meistens an, wenn ich Spielstück habe. Gegner gesichtet. Aus dem Weg. Okay, die Burschen A-Hard. Gegner gesichtet. Ein Gegner übrig. Decke Gebiet auf. Der Himmel verdammt. Mal schießen die schon mal warm. Zielen. Ja, auf jeden Fall müssen wir noch mal gucken, dass wir vielleicht nächstes Wochenende oder fast mal zusammen spielen können. Beend cool. Platziere Turm. Beschützt Mütterchen Russland. Beschützt Mütterchen Russland? Oh mein Gott. Decke Gebiet auf. Gegner gesichtet. Ein Gegner übrig. Spike on B. Okay. Ey, wie rotzt denn?
richtig weg hier. Jetzt hören wir auf, Junge. Okay, Menschens Kinder, Alter. Ich gebe einen auf. Du weißt nicht, ob du jetzt noch pennen gehst. Ah, okay. Ja, gut, hast recht. Also, Geschützturm steht. Ein bisschen schlafen ist doof. Wenn du wach bist nach dem Game, dann und du noch Bock hast, zocken wir ein bisschen Phasma. Platziere Nanoschwarm. Platziere Nanoschwarm. Decke Gebiet auf. Gegner gesichtet. Gegner getötet. Hoch mit dir. Beast free. Keine Ladungen mehr. Gegner gesichtet. Ausgeschaltet. Ah, okay. Dann muss es nachher funktionieren. Ein Gegner übrig. Keine Ladungen mehr. Spike gefunden. Das war Ihr Vorzeigeagent? Mann, ich komme gar nicht zum Killen hier. Merkst du das? Ich komme gar nicht zum Killen, ey. Ich renne den Kills hinterher. Ich halte euch den Rücken frei. Naja, ich meine, lieber so, als dass sie verlieren, ne? Aber ich renne den Kills gerade nur hinterher, Mann. Geschützturm steht. Ja. Decke Gebiet auf. Schicke Drohne los. Da. Beast free. Immer die Info durchgeben. Also ich würde besser abhauen. So, Ult ist Redizio. Mensch, Kilter, du musst lernen, deinen Bot zurückzuholen. Den kannst du später mal brauchen. Ein Gegner übrig. Da. Decke Gebiet auf. Jetzt war ich schon hinter der, ist tot, oder was? Wenn ihr noch nie ein Massaker gesehen habt, so sieht es aus. Ich gebe einen aus. Wir haben alle Kohle, oder? Ja, haben alle. Es wird Zeit, die Ulti zu verwenden. Wenn die jetzt hier kommen, kommt die Ulti. Decke Gebiet auf. Step on B. Schicke Drohne los. Ich bin Deckung. Ich bin der Jäger. Schockpfeil. Schockpfeil. Decke Gebiet auf. Gegner gesichtet. Da sind sie. Stehle die Sicht. Ein Gegner übrig. Hier. Der Tod ist kalt. Ja, ich hab einen Kill gekriegt. Echt, der Heck, darf ich mal? Muss ich noch mal hin? Ja, stimmt, ja, ich auch gerade. Die sollten vielleicht ihre Vorgehensweise überdenken. Dann muss ich mal ganz kurz gucken hier. Dann habe ich bestimmt wieder irgendwelche Hintergrund-Donuts an. Nee, das passiert ja schon. Dann mache ich mal alles gucken hier. Bop, 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 bop. Nur kurz gucken. Okay, ne. Okay. Seltsam. Die Jagd beginnt! Ui! Sie werden sich freuen! Schockpfeil! Schockpfeil!
Bam, Junge! Hab sie gefunden! Ich will jetzt mein Arrow nicht ziehen. Geschützturm steht! Decke Gebiet auf. Noch 30 Sekunden. Hoch mit dir. Einfach in Ruhe. Noch 10 Sekunden. Mann, ich hatte gar nicht Hammer. Ich gleich wieder Ding. Decke Gebiet auf. Ich höre sie trippeln und trappeln. Die Shotgun ist das Beste. Irgendwie, ja, irgendwie hast du recht. Irgendwie ist mein Skin manchmal so ein bisschen, also. Warum immer. Ja, mein Skin, mein Stream-Laggen. Warum auch immer. Ich hab'n. Ich weiß auch nicht, warum der leckt. Lasst uns jagen. Platziere Nanoschwarm. Platziere Nanoschwarm. Decke Gebiet auf. Hoch mit dir. Wenn da kein Turm steht, ist sie meistens schon frei. Hier. Ich weiß mittlerweile, wie die spielen. Gegner gesichtet. Lauft! Stille. Deswegen habe ich immer die. Ein Gegner übrig. Dingenswummels dabei. Immer den Revolver dabei haben. Immer den Revolver. Vielleicht hat er vielleicht wieder Windows hinten im Hintergrund was abgedatet oder sowas. Tief durchatmen. Ich weiß es nicht. Decke Gebiet auf. Schicke Drohne los. Race ist Spawn. Geht mir aus dem Weg. Vorsichtig. Tu mit. Geht in Deckung. Decke Gebiet auf. Wo kommt die denn jetzt her? Sage at B. Variable eliminiert. Bye bye, Sing Sing. Letzter lebender Spieler. Nee, eben nicht. Ich bin ein Einzelner, Cole. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Erstmal durchziehen. Noch 30 Sekunden. Sag mal, was hast denn du eigentlich für ein Mikrofon? Ich will mir auch mal ein externes holen. Welche Firma ist denn dein Mikrofon? Spike platziert. Ja, die Viper, die campt auch ewig ab. Ja, das willst du ja machen. Letzte Runde vor dem Wechsel. Behaltet nichts auf der hohen Kante. Ich gebe einen auf. Ah, mich ärgert gerade, dass ich den Omen in der Mitte nicht gekriegt habe. Ärgert mich ein Wiesel. Voll verzogen. Geschützturm steht. Lass uns jagen.
Manchmal übernimmt er, speichert er meine DPI nicht hier auf der Maus. Decke Gebiet auf. Nein, nicht selbst B. Schicke Drohne los. Der war ein Gegner übrig. Schön. Lade nach. Seitenwechsel. Ja gut, aber ich will halt auch mal ein externes holen. Lacht nur, während ihr mein ganzes Zeug benutzt. Wegen der Qualität und so weiter. Ich habe mir auch überlegt, diese Blue Ball über die Heiden zu holen hier für 130. Ich mag dieses Kugeldesign. Platziere Turm. Was ist denn mit der Rippen nicht richtig hier? Los geht's. Hurra. Decke Gebiet auf. Da sind sie. Gegner gesichtet. Gegner, blockiere die Sicht. Glaubt, die habe ich getroffen. Direkt hier. Oh, jetzt habe ich auf die Karte geguckt. Gegner gesichtet. Letzter lebender Spieler. Ich ziehe links und sie zieht nach rechts. Ey. Oh Mann, ich mein Aiming. Ja, das Ding ist auch nicht so. Deswegen will ich mir sowas ja auch holen, so ein externes. Also, wie sieht's aus? Wenn wir jetzt mal dreimal gewinnen, ist die Runde ja zu Ende. Machst du damit Fassung? Hä? Decke Gebiet auf. Hoch zu dir. Gegner gesichtet. Im Garten. Gegner gesichtet. Lebender Spieler. Oh, haben die alle wieder Ares oder was? Sehr gut, sehr schön. Das wollte ich hören. Ey, jetzt bin ich gerade so in Gedanken schon bei Phasmo, dass ich mich nicht mehr aufs Spiel konzentrieren kann. Das sollte ich nicht machen. Geschützturm steht. So, wieder Fokus auf Alohans. Ich finde sie. Ah, hier bin ich noch. Keine Ladungen mehr. Da. Ungeziefer. Gegner gesichtet. Decke Gebiet auf. Die pushen A von Garten aus. Direkt hier. Kann er da nicht durch, Mann. Schockpfeil. Schockpfeil. Ein Gegner übrig. Hier tot. Einplatziert.
Decke Gebiet auf. So. Ich kriege auch gerade die zwei Schüsse, ne? Erstmal durchziehen. Ey, wenn die Jet, die ballert ihre Munition raus, dann wenn die Sage schon, ist sie leer geschossen. Sag's dir. Decke Gebiet auf. Jetzt ist immer mehr auf die Dinge als achten, sonst hat sie die Odin verloren. Meine Priorität ist, sie leiden zu lassen. So, für den Fernkampf. Mann, 5 Kills gerade mal, Alter. Ich kann nicht aufpassen. Gut, ich bin am Anfang auch den Kills hinterher gerannt, ne? Also, das wird zu machen. Ich geh raus! Auf den Dingen jetzt! Auf jetzt! We can rush on the right side of my poison wall. Okay. Schicke Drohne los. Decke Gebiet auf. Hab sie gefunden. Sie werden sich beugen. Lade nach. Schockpfeil. Schockpfeil. Ein Gegner übrig. Garden. Toxine treten aus. Hätte die Pumpgun gehabt, hätte ich den Kill. Überlebender Spieler. Geht mir aus dem Weg. Toxinschirm inaktiv. Rechts von dir. Rechts. Das hört man doch. Ist die taub? Ist die taub? Knapp. Was sagst du denn dazu? Wir sind stark, weil wir zusammenhalten. Vergesst das nicht. Ich komme jetzt in die Mitte. Ja, ich weiß, aber die hätte es Holz sprayen können. Ich meine, die Knarre, die hätte er eben. Will nicht meckern. War eigentlich gerade die beste Runde. Ich habe mir die Wamme schon vorher. Also. Oh ja, ja, ist ja gut jetzt. Ruhe. Decke Gebiet auf. Guck mal da. 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 Schockpfeil. Schockpfeil. Gegner gesichtet. Einer für mich. Gegner gesichtet. Leider. Keine Ladungen mehr. Decke Gebiet auf. Oh fuck. Hoch mit dir. Ein Türmchen, der gucken kann? Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten! Direkt hier! Die Jagd beginnt! Letzter lebender Spiel. Schaffen sie nicht. Gegner in der Nähe. Augen auf. Na komm, wir probieren mal an hier.
Ich sag's ja, weißt du, jetzt nehme ich die Phantom und so und andere Knarren, so wie unsere Teammates das ja wollen, ne? Weißt du, wen ich meine? Geschützturm steht. Und schon kriege ich einen Killstern, aber mit der Pumpgun und so klappt's wunderbar. Platziere Alarmbot. Decke Gebiet auf. Hab sie gefunden. Schockpfeil. Schockpfeil. Countdown läuft. Schicke Drohne los. Erledigt. Lade nach. Neutralisiert. Ja, ich krieg den Kill und... Ein Gegner übrig. Decke Gebiet auf. Weit platziert. Ja, mein Shotgun-Meister, ich sag's ja. Ach, Mann, diese scheiß Armband hier. Gut. So, haben wir. Eine Runde noch. Matchpunkt. Wir machen sie fertig. Ein für alle Mal. Ich spiel jetzt auf Sieg, damit es wieder für Ende ist. Platziere Turm. Und da muss ich sagen, die Race war auch gerade ein bisschen doof. Wird gescannt und zeigt sich. Eigentlich voll die gute Kombi, Viper und sowas, ne? Schön Rauch anziehen. Aber generell mit Smokern. Decke Gebiet auf. Nehme ihn diese Schockpfeil. Gegner da. Schockpfeil. Von hinten nicht gedeckt. Abgeschossen. Toll, der guckt keiner hoch. Gegner da. Decke Gebiet auf. Nicht wieder aufstehen. Ein Gegner übrig. Mit. GG. Angreifer gewinnen. Heute springen wir dem Tod von der Schippe. Man muss auch mal mitgezogen werden. Letzten Games, ne, gestern habe ich ja ein bisschen hier auf mein Solo-Spiel, das ich noch gemacht habe, habe ich geführt. Jetzt habe ich das mal Dankeschön fürs GG. Habe ich mal ein bisschen mich ziehen lassen hier. So. Zwei Fälle hoch. Und würde ich sagen, sehen wir uns im TS. Ich wechsle kurz das Spiel. Channel switched. User joined your channel. Na, einen wunderschönen. Einen wunderschönen guten Abend. Na, alles klar? Na, aber Logan. Sehr schön. Bei dir, Schlafmütze? Oh, ja. Hey, ich hab bestimmt von 19:30 bis jetzt 0 oder so gepennt. Echt? Ja. Und war ich so müde, habe ich mich immer ein bisschen auf die Couch gepackt so und dann eingepennt. In der Hoffnung, dass ich auch durchschlafe, aber nee. Und dann konnte ich nicht mehr schlafen. Na toll. Aber kenne ich. Das kenne ich, das Problem. Ja, richtig schlimm. Naja, aber ich muss sagen, war mein erstes Spiel, ich war nicht warm. Aber komm, habe ich gewechselt zu einer anderen Knarre, ja, habe ich kaum noch Kills gekriegt. Ja, ist so. Also, das hat man auch voll gemerkt, so. Mit der Shotgun einfach pam, tot, pam, tot. Ja, genau. Aber mit anderen Waffen hat es ein bisschen, naja. Ja, da war ich. Normalerweise spiele ich mich immer vorher bei Aim Lab und so warm, damit ich da besser zielen kann. Ja. Dann siehst du, wenn ich das mache, siehst du einen. Habe ich dir gestern sogar meinen Bruder überholt, der ist normalerweise mal oben. Ja. Dein Bruder? Wer ist denn das? Ghost Dragon. Das ist dein Bruder?
Ja, mein kleiner Bruder. Okay, das ist ja krass. Dann lerne ich seine ganze Familie kennen. Ja. Dave hier, sein Dingens. Mein Cousin, mein Cousin. Cousin, genau, ja. Jetzt dich als Bruder, nice. Ja, Wolf, oder? So sind wir. Nee, und das ist, dann war ich gestern warm gespielt, ey, und dann habe ich da zweimal Team-MVP geholt. Muss ich meinem Bruder heute auch vorhalten. Ja. Aber das war, habe ich mich halt vorher warm gespielt halt mit Aimlab und so. Kennst du das? Aimlab? Ja, klar, habe ich auch, ja. Ja, jetzt habe ich gedacht, nee, jetzt machst du eine schnelle Runde, weil ich fast mal vorwärts spielen wollte, aber ich dachte mir so, vorher schiebe ich mal noch ein Ranglistenspiel rein. Ich habe heute Valorant auch gleich angehabt heute. Ja, ich auch nicht, gar aber nicht. Ich habe mir so einen Sieg provozieren, um näher an Gold zu kommen. Mhm. Und dann fast mal. Deswegen habe ich die Warmmachphase übersprungen und dachte mir so, hat geregelt schon. Ja. Ja. Aber gestern war das ja echt, da war ich ein bisschen mad, war. Die haben doch gesagt gehabt, ja, hier nur eine Runde will der eine spielen da, ne? Und dann können wir dann ja wieder zusammenspielen. Ja, weil scheiße war. Die haben dann halt weitergespielt, einfach so. War ich ein bisschen mad so dann irgendwie. Ja, nee, ich habe mit meinem Bruder gequatscht, die haben Ewigkeiten gebraucht. Immer als sie fertig waren mit 13-3, da waren die ja erst bei 5-3 oder so, ne? Ja, und genau, da, richtig, ja. Weil die meinten, er hat mir halt erzählt, die haben gestern ewig gebraucht, um für den anderen da einen Smurf zu finden, der funktioniert. Ach, okay. Also quasi, wo wir jetzt schon fast durch waren, haben die jetzt angefangen. No. Aber naja, so jetzt. So. Du machst am besten mit Lobby auf, weil du kennst dich damit aus. Naja. Also aufmachen. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob. Ja, das Spiel ist ja noch relativ frisch, war. Ja, ja. Und da hapert es manchmal noch irgendwie so an. So zum Beispiel hier an dieses Ingame Voice. Ja, habe ich auch schon gelesen, aber da haben viele geschrieben, das wissen die. Habe ich heute meine erste Runde auch gehabt, ne? Dann habe ich es mal gegoogelt, das ist wohl ein bekannter Fehler, die arbeiten dran, aber was wohl momentan hilft, ist raustappen, reintappen, beziehungsweise wenn du in einer Session bist, das Spiel komplett schließen und okay. Hi Gordy und dann wieder starten. Ja. Also dann wieder mit dem Match, mit der Lobby verbinden, das soll wohl helfen. Naja, gut, okay. Aber ich kann ja auf jeden Fall ein bisschen schon irgendwie drin oder so. Ja, da musst du nur sagen, privates Spiel, also, ne? Genau. Unten links, wenn ich gehst auf Spielen und dann unten links ist irgendwie Spiel beitreten. Hab ich, ja. Und dann Code musst eingeben. Code eingeben, genau. 160. Ja. 657. Yeah, da bin ich. Mal, ich schon Level 5. Du bist schon Level 5, ja. Was ist denn da los? Mensch, nice. Hast du alleine gespielt, oder was? Ja, mit ein paar Randoms. Aber du hast Ingame-Chat an. Du hörst mich? Doppelt, ja. Ja, moin, wie geil ist das denn? Ja, sag halt, Ingame-Chat geht manchmal. Das ist das erste Mal, dass irgendwie Ingame geht. Ist ja geil. Bei dir, oder was? Ja. Cool. Ja, warte mal. Ich glaube bei V. Musst du mal auf... Hallo? Ich hör dich. Ja, Mann, sag ich doch. Aber weißt du, was blöd ist? Du musst jetzt, um zu quatschen, immer diese Taste, wenn wir hier lokal sind, also wenn wir nebeneinander stehen. Ich hab mich ausgeschalten. Ich hör dich ja auch doppelt. Du hast es ja, an gerade. Ja, ich keine Tasten, aber ich hör's mich hingehen. Das habe ich nämlich ausgeschaltet, dass ich dieses lokale Talk ausgemacht habe. Oh, ist aber nervig, wenn ich doppelt höre. WTS und jetzt hier lokal. Ja, wir können uns im Teamspeak dann muten, wenn Game Voice haben willst. Also ist ja eigentlich so dafür gemacht, das Spiel. Ach, richtig, ne, pass auf, ich mach mich mal bei Teamspeak einfach mal auf Mute. Genau. So, jetzt hörst du mich bestimmt nur noch einmal, ne? Richtig. So, ja, so, hallo, guten Tag. Oh ja, nice, okay, ich höre dich, nice. Richtig gut. Oh, das ist das erste Mal, dass es funktioniert hier. So, ich habe auch schon. Was habe ich dazu gegeben? Irgendwas habe ich dazu geschmissen. Achso, warte mal. Crucifix habe ich reingeschmissen schon und ein Thermometer. So, ich kaufe nochmal ein bisschen ein. Ja, ich habe schon Crucifix und ein Thermometer reingeschmissen. Ah ja, okay, nice. Alles klar. Ich mach mal noch eine starke Taschenlampe mit dazu. Also zwei Stück denn, dass wir zwei haben. Hey Gordy, wie geht's dir? Alles gut? Was brauchen wir noch am besten irgendwie?
Räucherstäbchen? Können wir einfach mal mitnehmen, oder? Ja, definitiv. Ist halt immer gut für Nebenquests. Ja, das kann sein, dass es gut funktioniert. Ein Feuerzeug kostet ja nur $10. Ja, $10 sind gut. Ja, ja. Ey, das Lustige ist, wenn ich anfange zu quatschen, oder nee, hörst du auch dieses Piepen hier manchmal? Nein. Das ist, wenn ich rede manchmal, dann kommt so ein Piep, Piep, da war schon wieder. Keine Ahnung. Echt? Nee, ich hab's nicht, nee, ich höre nix. Ist ja auch egal, stell mich groß. Klingt wie so bei uns ein Pager oder so, als wenn der Pager piepen würde. Ach so, okay. Das ist bei mir über Funk, denn wenn ich B drücke, B ist, glaube ich, dieser Funk. Ja, das macht er immer kracht. Oh, ich hab das Asylum, Alter. Boah, gleich spielen. Nee, um Gottes Willen. Also Asylum, das macht keinen Sinn. Ja, der Lobby von sich hatte. Oh. Ah, mein Bruder schreibt gerade, das Piepen kommt vom TS. Echt? Ah. Aha, okay. Mach ich mal ganz kurz, das nervt nämlich. Weil ich glaube, TS, ja, weil es macht Sinn, TS sagt mir, ich bin gemütet. So, Einstellungen ändern. Oh, wo ändere ich denn das? Gott, weißt du, was ich ändern muss? Ja, keine Ahnung, ich verletze sich, wo ich das ausmachen kann, dieses Piepen. Ja, wenn nicht, kannst du auch irgendwie einfach aus dem Teamspeak rausgehen erstmal oder so, oder? Oder komplett muten oder so, ich weiß echt nicht, woran das liegt bei dir da. Keine Ahnung. Ah, mein Bruder schreibt mir gerade. Mein Gott, hast du irgendwie... Ach, du hast Spätschichtbomben, ne? Stimmt. Option Extras, Option Anwendung, dann unter Verschiedenes. Nein, bleib hier. Hallo. Danke, Gordi. So, Piepen ist weg. Jetzt können wir eigentlich loslegen. Okay. Alles klar. Ich habe noch mal ein bisschen Basketball gespielt hier. So. So. Mach doch nichts. So, naja, dann let's go. Ich bin richtig gespannt jetzt. Sag mal, Gordon, hast du morgen etwa Dinge zum Münz? Ja, habe ich ja schon geändert. Siehst du doch. Hab ich schon dran gedacht, keine Angst. Du hast morgen Spätschicht, ne? Ich habe gerade, falls du es nicht gesehen hast, ich bei Valorant noch ein Uprank, nicht ein Uprank bekommen, aber einen Sieg geholt. Und dann mich mal mitziehen lassen, weil ich mich warm gespielt habe vorher. Und auch Indy hat mir zugeguckt, ich habe bei der Verteidigung mit Shotgun und Revolver gespielt, habe ich Kills geholt, habe ich auf die Phantom gewechselt, ne? Weil ich nicht warm war, habe ich nichts getroffen. Also, ich bin Shotgunmeister, hat auch Indy, ich bin Shotgunmeister. Einfach Shotgunmeister. So. Das lädt. Was machst du denn jetzt, Herr Gordon, hä?
WoW-Irland zocken. Ich mach Fenster auf, wird langsam warm hier. Headphone ist gecharged. Fenster aufmachen. Ja, ich will gucken. Ich muss ja morgen wieder arbeiten. Dann darf ich auch nicht so spät aufstehen. Das letzte aber lange. Ich muss doch auch mal die Ingame-Grafik ein bisschen runterstellen. Ich muss sagen, ich spiele halt auch mit dem Revolver, ne? Also auf höheren Distanzen mit Revolver ist auch gut. Da habe ich auch schon so einige Kills mitgemacht. Oh, ich glaube, ich muss mal nochmal Ingame-Grafik runterschrauben. Aber wobei, ich glaube, weiß gar nicht, woran das liegt, weil manchmal bin ich richtig schnell, da ist der in 2 Sekunden mit Laden fertig und manchmal auch lange. Ich weiß wohl nicht, woran das liegt, das ist irgendwie wohl öfter so. Ich war auch instant drinnen hier. Ja, ich finde auch, das erste Mal geladen, Betty danach. Taylor. Jo, Betty Taylor ist gut. Gruppe und auch einzeln, perfekt. Gruppe und einzeln, das ist sehr schön. Sehr schön. Finde ich gut. So, ich habe jetzt hier. Räucherstäbchen, Wasserbecken fotografieren und zeige eines Geister-Events. Oh. Golden Shotgun geht immer, weil ich habe meinen Revolver mal dabei, ne? Denk dran. So. Den habe ich auch schon Kills geholt. Für Distanz ganz gut. Du hast Temperatur und die Geisterbox mitgenommen, wa? Richtig. Und hier unten sind die großen Taschenlampen, die großen hier, die starken. Ganz unten die rot-schwarzen hier. Genau. Aha! Die sind besser, Junge. Ich merke das schon. Jo. Spielprinzip kennst du? Brauche ich dir nichts mehr erklären? Nee, Louis, ich bin doch schon Stufe 5, ich bin ja schon alt eingesessener Meister. Und ich habe letztens gesehen, dass jemand erstmal Level 157 gewesen. Ja, ja. Der wird wahrscheinlich einfach nur noch irgendwann raten. Reingehen in die Lobby, dann kurz mal anklicken, raten, fertig. Ja, ist so. Das macht doch keinen Spaß dann. So, hast du Schlüssel dabei? Ja, haben wir. Jo, ich hab genommen, ja. Ich habe vorhin den allerersten Tod mitbekommen. Das war mein erstes Game gleich. Da waren wir zu viert. Die erste ist irgendwie hier vor der Eingangstür gestorben, der andere mit mir oben. Wir waren beide in einem Raum und der hat aber den Kumpel getötet. Und genau dann war aber die Hand des Handen auch zu Ende. Ich bin einfach rausgelaufen. 0%. Also, ja, super. Oh, hier ist eine Axt. Das ist der Axtmörder. Denke ich mir auch so. Gordon, weißt du? Indy hat schon gesagt, ich bin Shotgun-Meister. Also, es reicht auch für Radiant, ja. Also mein Gordon, mein Bruder versucht mir gerade hier zu erklären, dass Shotgun später nicht mehr gut ist. Der hat keine Ahnung. Ja. So. Ah. Und hier geht's raus. Ich gehe mal nach oben. Ah, hier ist okay. Ja, gut. Ja, hier sind ja noch ein paar andere Räume, ne? Hier unten. Ja, aber ich gehe schon mal nach oben. Ich finde diese Funktaste so cool, ey. Ach Gott, das ist kein Dachboden. Also Gott, ich weiß, ich muss die Phantom nehmen. Bin ich mir bewusst. Aber mir macht halt Shotgun auch extrem viel Spaß. Schon wieder. Hey, schon wieder, ja. Es könnte sein, dass sie da unten ist. Wo das Klavier ist. Gib uns ein Zeichen. Zählt das als dunkles Wasser hier, die Toilette? Ja. Mal kurz hochgehen, Dachboden? Na klar. Guck mal, hier ist noch eine Axt. Jetzt wird's unheimlich. Ein Säufer ist er auch noch. Du Säufer! Ja. Ey, das Ding ist, wenn das Ding anfängt zu flackern, ey, und du hier oben bist du ganz unten. Oh, ich dachte, der war gerade neben mir. Entweder war das gerade ein Grafikbug oder ein übelster Schatten oder der war gerade genau neben mir. Als Schem. Boah, bin ich erschrocken, ey. Okay. Oh. Ah, guck mal, ein Pinsel.
Mensch, da kann er gleich arbeiten gehen. Ja, Mann, brauchen wir eine Leinwand. Du bist halt Maler, so mit Leinwandmaler. Genau. Mal, vielleicht hier, auch ein hier liegt auch ein Schlüssel oder? Nee, ist ein Hammer. Ja, genau, Runden so, Halfbeirunde und so. Ich sag mal so, es ist halt auch ein paar Runden, ich werde das jetzt nicht dauerhaft mit Shotgun spielen. Aber manchmal ist halt ganz geil, auch wenn Full Buy, wenn du halt sagst, ich halte jetzt mal so einen richtig engen Winkel. Wo bist du, mein Freund? Komm raus. Ein richtig engen Winkel, halt One-Shot, ist natürlich geil, weil der muss die drei Schüsse reinballern und du haust einfach einen rein. Das ist ganz geil, also. Aber ich habe ja jetzt auch mit Absicht in der Angriffsphase, Angriffsphase nur Phantom gespielt, also ich übe schon Phantom. Hier unten ist der Sicherungskasten unter der Treppe. Jo. Also eigentlich hier, ne? Also. Das ist, ich habe das Licht angemacht. Ja, aber das ist. Ja, das war das Licht, ich habe das Licht angemacht, dann ist es da angegangen. So. Oh, Klavier wieder. Hast du gehört? Ja, Klavier. Ah, ja, hier ist es. 5 Grad, ja, hier ist es. Oh ja. Hier. 2. EMF2. Bist du hier? Kannst du mich hören? Bist du hier? Nichts erkannt. Bist du hier? Wie alt bist du? Können wir dir helfen? Er scheint drauf zu reagieren, aber nicht jetzt. Oh, hier ist eine Tür nach draußen. Ja. Manchmal dauert es ein bisschen, bis er triggert. Wie alt bist du? Ja, okay, wir haben auf jeden Fall dann wahrscheinlich schon mal den Raum gefunden. Na, dann lass mal die anderen Sachen holen gehen. Ja, warte mal, aber hast du nicht gesagt gehabt, hier waren 5 Grad oder so? Ach doch, ja, die waren genau am Klavier. Ja, war ich doch. Der musste hier genau. Aber geh mal in den nächsten Raum. Im nächsten Raum? Ja. Ja, hier! Ich glaube, der hat hier was durch die Gegend geworfen. Oder was? Ich habe was gehört. Bist du hier? Hier kullert eine Flasche. Bist du hier? Ach, weißt du was? Guck mal, hier auf dem Boden ist genau eine Abtrennung. Was? Was war gewesen? Gesaut? Ich habe nur irgendwie gerade einen Step gehört von ihm. Können wir dir helfen? Aber genau hier in der Küche ist nur kalt. Wenn man hier zum Wohnzimmer geht, dann ist es wieder warm, glaube ich. Nee, doch nicht, doch. Ja. Also 3-4 Grad. Ich lasse das Ding mal hier liegen. Ja. Soll ich mal eine Kamera holen gehen? Ja. Oh, da war MF. Ja. Toll, jetzt muss ich rausgehen. Toll. Aber Aktivität war noch nicht sehr hoch. Dann nehme ich mal Fingerabdrücke mit, also UV-Licht. Videokamera hast du jetzt mitgenommen, ne? Jo, hab ich. Ich hab das Buch, Leute, ich hab vergessen, das Buch hinzulegen. So, kommen wir wieder. Gute Nacht, Gordy, schlaf gut. Ich muss sagen, zu zweit macht das. Es ist viel erschreckender als zu viert. Meinst du, ja? Ja, also zu viert, da hast du halt ständig irgendwen, der quasselt, ne? Ja. Schreib in das Buch.
Achso. Bist du hier? Wie alt bist du? Können wir dir helfen? Gut, er ist sprachlos. Ja, bis jetzt ist er noch sprachlos, ja. Ist er wahrscheinlich nicht gewohnt, dass man mit ihm redet. Ja. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen! Wie ist dein Name? Achso, wissen wir ja. Aber ich hab den Namen auch schon wieder vergessen. Schreib in das Buch, Junge. Machen wir was. Bist du hier? Gut, ich baue mal die Kamera auf. Jo. Also es hält sich so auf 4 oder 3 bis 6 Grad so. Der hat das Licht ausgemacht. Oder? Hä? Ja, aber nur den Lichtschalter. Der hat es wieder angemacht. Null. Okay, das hatte ich auch noch nicht. Du kannst eigentlich genau hier hinstellen, hier in der Ecke. Wow, ich hab's gesehen. Oh mein Gott, Alter. EMF 4. Ja, die macht auch das Scratch-Geräusch. Kennst du den Film, der Grudge? Ja. Oh. Da ist er! Da läuft sie! Oh mein Gott! Mir hakt's, bin ich tot? Bin tot! Kannst du mich hören? Hallo. Hörst du mich? Hallo? Was? Hallo? Warum? Was, warum? Was meinst du? Was ist passiert? Fuck, warum handelten die jetzt schon so krass? Lol, das ist auf Stufe Anfänger, ey, und die alte. Kannst du mich hören, mein Freund? Ich hab nur noch 44. Hörst du mich? Ich kann dich doch nicht alleine lassen. Ich bin bei dir, mein Freund. Und die Hand ist schon. What the fuck? What the fuck is happening? Da geht gar nichts mehr. Schade, ich dachte, man kann ihn auch so ein bisschen gruseln. Boah, nein, Alter. Scheiße, Junge. Cool wäre ja, wenn man jetzt, während man tot ist, die Alte sehen könnte. Der ist auch nur am Meckern, ey. Das ist lustig. Er hat sich gereiht, ich schon. Das ist eine alte, gruselige Schachtel. Ich bin jetzt auch ein Geist, ich will auch was machen. Kannst du mich hören? Hallo? Funktioniert nicht. Kannst du mich hören? Indy, ich bin dein Gewissen. Verdammt! Ich bin dein Gewissen, Indy. Ich glaub, der hat Schiss. Indy, ich bin dein Gewissen. Alles Buch geschrieben? Perfekt. Hat er jetzt eigentlich. Warte mal. Oh, Scheiße. Hat er jetzt die Kamera aufgestellt? Ja, hab ich. Fuck. Ey, Schild, Alter. Thank you.
war ich sofort tot. Yo, Geister auf. Nice. Okay, zweiter Beweis. Bester Google, das kann Fate oder Yuvai? Wir machen noch ein bisschen mit. Na, wir werden mal gucken, was wir so finden. Yuvai. Haben einen starken Einfluss auf den Geisteszustand. Könnte hinhauen, wenn sie den Raum des Yuvai ausräuchern, wird er für eine Zeit bewegungseinstellen. Geister. Naja, nee, wir haben den ja eigentlich. Ey, das wird jetzt auf Yuvai. Oder auf EMF, weil EMF war schon mal auf 4. Schüchtern zu sein, bedeutet das. Kann ein gutes Zeichen sein. Aber der ist. Nee, der Shade ist schüchtern. Das ist kein Boss. Ich sag Yuvai. Der quatscht den mit seinem Stream noch. Finde ich gut. Shit, Alter. Ich würde auf Yuvai tippen. Ich auch. Wegen unserem Geisteszustand, der ist echt schnell runtergegangen. Und der andere jagt ihn mit der Zeitzeit. Die Alter hat den Flieg auch gemacht. Hier rechts ist der Sicherungskasten. Folge mir, Indy, folge mir. Da! Aber das ist ein bisschen heller, so hat er auch was. Aber hat die Item mich sofort gekriegt, ne? Ja, mach ein Foto, du Schaulustiger. Paparazzi, habt ihr das gesehen? Bing, Klavier spielt die auch noch, die Alte. Da war ein Schritt. Die macht Steps, mein Freund. Jetzt auch voll fertig. Oh, ich würde mir so ein paar Geisterfunktionen wünschen. Vielleicht nicht übertrieben viel, aber dass man so Sachen durch die Gegend bewegen kann. Weißt du, man ist ja jetzt auch ein Geist. Ein Heimgesuchter von dir sucht jetzt auch diesen Ort heim. Von daher fände ich das schon cool. Oh Mann, du Alter. Ich will da eigentlich nicht mehr rein. Wie beim TS wieder anmachen? Ah, gucken wir mal. Ich kann mich erschrecken. Mikrofon activated. Mikrofon muted. Ey, du kleiner Wichser, Alter. Du kleiner Wichser. Ich fand's gut. Alter, das ist ein Wichser. Ich hätte Boom machen sollen oder sowas. Ey, Foto gucken. Da! Er hat ein Foto gemacht. Ich gerade richtig so fotografiert, dann kommt der mit, ey. Foto gucken. Ich fand's lustig. Ja, aber so eine Art von Interaktion, oh, fehlt mir noch. Oh, ich muss mal hier den Bildschirm ausmachen. Bisschen mehr